hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Bautopia. Ich habe ja in der letzten Folge hier diesen wunderschönen Bauernhof gebaut und ich sehe gerade, da hinten fehlt noch ein bisschen was und ihr seht ja, hier überall fehlt noch was. Ja, und natürlich die Scheune hier, aber hier ist natürlich alles noch ein bisschen karg und leblos. Hier die Tiere, die sind alle da hinten in der Ecke, ne? Warum? Man weiß es nicht so genau, ne? So, schauen wir doch mal hier. Hier, die sind alle noch hier drin. Die Tür ist offen, Freunde, ne? Ihr könnt also hier eigentlich raus. Aber wenn sie nicht wollen, ja, dann halt nicht. Ja, und hier hinten würde ich eigentlich gerne noch ein paar andere Felder anlegen, aber ich gucke erstmal, wie das hier mit dem Weg passen würde. Ich kann ja eigentlich den Weg hier vormachen. Es wird sich, glaube ich, auch ganz gut anbieten, weil hier vorne habe ich ja schon den Weg. So, machen wir erstmal alles weg hier. So, tschüss, du Schweinepriester-Rasen. Ja, du musst jetzt erstmal weg hier. Okay. Das klöppeln wir alles weg. Okay, zack, zack. Zack, 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 zack. So, dann werden wir hier rum, nicht? Machen wir erstmal ein bisschen weg hier noch. So zwei Breiten mache ich dann doch lieber mit der Hand, ne? Dann brauche ich nicht so viel wieder hinsetzen. So, machen wir erstmal einmal ganz hier drum. Weil ich möchte nämlich eigentlich gerne die Anbindung an den Bauernhof irgendwo hier vorne machen. Ich überlege noch, ob ich hier das Stück einfach noch komplett zumache, wie ich es hier auch schon gemacht habe. Ich müsste das nur noch mal füllen hier drunter eigentlich, ey. Okay, machen wir mal eben. Mal eben, wohlgemerkt, ne? Obwohl, ich mache es so, glaube ich. Hallo? Hallo? Mach mal zu hier. So. Ah, wenn man zur Seite macht, geht es irgendwie besser. So, hier ist noch offen, oder was? Ach so, hier ist das so zwischen den... so zwischen den Mauern. Okay, da mache ich aber auch mal zu hier. So geht es ja nicht, ne? Tag der offenen Tür ist hier nicht. Wenn, dann sollen die Gegner hier in der Ecke verschimmeln, ne? Wenn sie hier in die Stadt rein wollen. Also so geht es ja nicht. So, ich mache das Ganze natürlich auch erstmal nur optisch, weil eigentlich reicht mir das so, wenn es zu ist. Wenn ich hier drunter noch was bauen will, dann muss ich das halt dann zumachen, so, ne? Also, aber ich guck mal eben, ob ich das hier noch zukriege. Aber hier ist schon überall die Scheißerde. Hallo? Ich sollte einfach mit dem hier machen. Ich sollte einfach von unten hochziehen, hier hinten anfangen, hier mit der schönen fetten Wand. Aber hier ist ja auch noch was. Oh Mann, ey. So, das haben wir zu, das haben wir zu. So, zack, 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 zack. Zack. So. Ma, komm, hopp. Okay. So, das hätten wir doch schon mal zu. Ich mache das auch nur so behelfsmäßig zu. Also einfach nur, damit hier nicht so ganz so viel Beleuchtung geladen werden muss in der Ecke, ne? Aber prinzipiell ist mir natürlich eigentlich egal, was hier unten abgeht. Ma. Man kann, während man Shift drückt, nicht bauen. So, das ist ja... und jetzt war ich wieder außerhalb der Reichweite. Oh, wo kommt denn die Lava her? Gibt's ja wohl nicht. So, das hätten wir doch schon mal zu hier. So, zack, dazu, zack. Dann kann ich immer so hin und her bauen. Wo bin ich denn überhaupt hier? Boah, bis dahin muss ich noch erstmal wieder Tag draus machen, damit ich überhaupt weiß, wo hier Ende ist mit der ganzen Kacke, ne? So... Das ging nicht bis ganz hinten, habe ich gesehen. Ist mir auch egal. Ne, wie gesagt, ich mache jetzt überall Steine hin und dann passt das schon. So. Habe ich jetzt ein bisschen die eine Dingens da hinbekommen? Das muss mir mal einer sagen. So, das haben wir zu. So, das. Ziehe ich jetzt auch einfach bis hier rüber. So, zack. Schön, ne? Schön. Alles schön zu. Da kommt jetzt gleich Rasen drauf. Wenn ich mal was bauen will, habe ich auf jeden Fall einen schönen Cleanstone-Grund dafür, nicht? So. Wir verfüllen das Loch natürlich komplett mit dem Stone, ne? Mit diesem... Och. Okay, dann halt jetzt halt die Höhe. Ich baue jetzt nicht die ganze Fläche dafür ab. Also, das können wir jetzt nicht erwarten. So. Oder ich mache dann... Wenn es soweit ist. Ne, aber erstmal noch nicht, weil das wird ja auch erstmal die Höhe hier draußen, glaube ich. Oder ich mache jetzt hier noch eine Mauer hin. Ich überlege gerade halt, wo ich die Anbindung dazu mache. Ob ich die direkt hier mache, vielleicht hier so ein Tor rein. Aber dann muss erstmal das hier weg, die ganze Mauer mal ein bisschen begradigt werden. So, komm mal her, Hämmerchen, du hast wieder eine Aufgabe. Dankeschön. Bam, bam, weg mit dir. Du auch weg. Zirk, zirk. Das ist auch noch weg. Zirk, zirk.
Und alles weg. Okay, dann mache ich doch hier mal das auch noch weg. So. Und hier auch noch so ein bisschen schon mal den Rand. So. Und ich denke, ein dreibreites Tor wird reichen hier raus, oder? Ja, definitiv. So, und brauche ich denn dafür noch was? Nö, das ist ja nur das Gehöft, was hier innenliegend ist. Machen wir erstmal hier wieder zu. Und ich muss natürlich noch den Höhenunterschied nicht überbrücken. Deshalb fülle ich hier jetzt mal kurz auf. Hier unten so ein bisschen zumindest so, ne? Hier ist das Rathaus. Da hätte ich natürlich noch gerne ein bisschen Platz zu allen Seiten. Also so geht es ja nicht, ne? Kann nicht sein, dass das hier so eingeengt irgendwo hingequetscht wird, ne? Baue ich auch noch weiter. Aber ich finde jetzt erstmal gerade den Bauernhof interessanter. So, das machen wir mal so. Aber ich könnte eigentlich, wenn ich jetzt eh schon hier hingehe, eigentlich die große Fläche hier noch behalten. Quasi zum Anbauen so. Mann. Oh, gut, dass das nicht so brutal viel setzt. So die ganze Fläche so bis hinten hin. So. Am besten auch noch über alle Pflanzen drüber, die ich schon gepflanzt habe. Über alles drüber so. So, nein. Aber ist ja wie gesagt zum Glück nicht passiert. So, das ersetzen wir mal eben durch Rasen. Hier ziehen wir das da mal bis hin. So, zack. Einen in den Boden muss ich. Lass mich doch mal hier. So, jetzt kann ich das hier auch erstmal bis hier ranziehen. So. Die kleine Stufe, die lasse ich auch erstmal drin. Vielleicht kann ich die noch gebrauchen für irgendwas. Schauen wir mal. So, hier kommt ja, da schließt, diese Mauer schließt quasi hier vorne an. Aber ich will natürlich, dass der Bauernhof hier durch ein Tor erreichbar ist. So, wie machen wir das denn am blödsten? Weil ich glaube, ich werde das Tor hier hin machen, dass das quasi so ein Treppentorhaus ist. So, zack. Dann gehen wir von hier aus mal hier rüber. So, das machen wir weg. Blöcke rein. Zack, 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 zack. Okay. Hier mache ich erstmal jetzt so einen provisorischen Bogen drauf, ne, damit man schon mal sieht, in welche Richtung das Ganze geht. So finde ich das auch eigentlich schon mal ganz schön. So, was hat man denn überhaupt für Treppen hier überall? Hier habe ich nicht die dunklen Außen. Hier habe ich diese Treppen genommen und irgendwo da vorne, das Skype war bei mir, wir brauchen nicht gucken, habe ich diese Treppen genommen. Ich nehme aber auch die halt hier. Ach, guck mal, ich kriege schon wieder ein Achievement für die scheiß Hecke. Pretty! Diese Hecke ist wirklich schön. Man kriegt immer und immer wieder den Achievement. Ja, ist so, als ob Freunde immer und immer wieder vorbeikommen und sagen, boah, hör mal, ey, deine Hecke, ne, die, das ist sowas von Porno, ne, also da willst du ja jedes Mal direkt in die Gartenlaube gehen und wichsen, ja. So sieht es doch aus. So, hier oben machen wir mal direkt Rasen hin. Hier kommt natürlich noch ein Stück abgemauert hin, genauso wie hier. So, zack, zack, zack. Und ich will ja, dass das so durchgängig ist, also so ein richtiges Torhaus, ne? Und dann darf das natürlich auch nicht so sein. Das machen wir mal nur außen. Ich muss mal eben gucken, wie so die grobe Form davon aussehen könnte. So, hier gehen sie ja rein. Ich hätte aber gerne dann die zwei noch frei. Hier die beiden, damit das dann auch symmetrisch mit der anderen Seite ist. Sieht dann immer besser aus gleich, ne? So, das machen wir erstmal so klotzmäßig. Hier setze ich dann noch ein paar dran. So und so. Und dann werde ich, glaube ich, noch eine dran setzen. Das hier so hochziehen. Und dann zack, zack. So, dann kommt nämlich der Eingang quasi hier raus. Ne, hier nicht. Hier. Ne? Weil ich komme ja hier mit einer Vierertreppe und hier will ich aber nur mit einem Zweierweg ankommen. Das hier quasi, oder dann ist es einen zu kurz. Ja, habe ich clever angelegt hier. So, weg damit, weg damit, weg damit, so. Dann kann ich ja jetzt nochmal hier drauf drücken, damit ich den Bilder-Spawn wieder kriege. Das in der Hand nehmen und mal noch zwei dran setzen, nicht? So. Vier breit. 1, 2, 3, 4. Aber ich hätte das lieber gerne von dieser Seite hier. Also gefällt mir, glaube ich, besser. So, zack, zack. Dann machen wir mal alles zu hier. So, die Wand erstmal ganz hoch geklöppelt. Hier kommt dann so später quasi oben noch so ein Überwachungsturm so ein bisschen drauf. Ne, so ein kleinerer. Okay, dann kann ich ja eigentlich das Ding hier anschließen. Ne? Hier mache ich so ein 4x4 Feld rein und von da aus geht dann der 2x2 Weg mittig ab. Ne? So, 4x4 hätten wir damit. Also, ich glaube, es sieht komisch aus, wenn der Weg jetzt von direkt hinter der Stufe abgeht. Oder? Ich würde ja schon gerne hier so den Weg durchmachen. Ne?
So, also okay, brauchen wir halt 5x5. Hier ist dann der Weg zum Bauern. So, zack, 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 zack. Das hätten wir zu. Und dann machen wir doch mal eben das hier noch dran. Oder ich mach's halt wirklich so, ne? So. Ja, so kann man es aber auch lassen. Finde ich vollkommen in Ordnung eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die jetzt 4 breit gemacht habe. Aber habe ich mir bestimmt was bei gedacht vorhin. Ne? Sage ich jetzt einfach mal. So, hier machen wir natürlich noch einen kleinen Vorbau vor. So, dale. Ich brauche einmal da hinten die... Ah ne, hier sind sie ja auch. Hier die Pillars. Kann ich direkt hier noch eine Stufe draufsetzen. Hier werde ich auch die Pillars reinziehen. Ich glaube, hier in die erste mache ich das. So. Dass hier der Eingang schön davon eingefasst ist. So, dale. Zirk, zirk, zirk. Das war übrigens schon wieder mein Skype. Tut mir echt leid, ne? Hier ziehen wir auch noch eine Säule hoch. Sieht man die denn von innen eigentlich? Ja gut, klar, die sieht man. Hier muss noch eine rein. So, zack. Die machen wir natürlich auch bis in den Boden, ne? Die soll ja nicht auf Rasen gebaut sein. Das wäre... Was wäre das denn für eine Säule auch, ne? So, so, die werden nicht besonders stabil, diese Säule, ne? Ich ziehe hier mal auch noch die Säulen hoch. Zack, zack, das hätten wir. Hier will ich es aber auch noch hier außen haben eigentlich. Und dann mache ich doch glatt. So, das Haus doch noch ein breiter. Und dann habe ich auch noch ein Gravel hier überstehen, nicht? So, das kloppen wir weg. Dann haben wir hier ringsrum das. Das gefällt mir eh besser. So, zack. Zack, 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 zack. Das machen wir alles mal wieder zu hier. Das auch. So. So, zack. Mal hier so ein ganz klein bisschen das Anschlussstück schon mal machen, damit ich schon mal so eine gewisse Höhe habe. So. Hier kann man direkt erkennen, da, wo es höher, höher ist als woanders, ne, da sind die Eingänge. Ist ein ausgefuchster Plan von mir, ne? Damit man auch immer die, die Orientierung hier hat in dem Schloss hier oder in der Stadt, meine ich natürlich eher. So. Das hätten wir hier schon mal dran. Okay, dann habe ich hier den Kiesweg lang. Hier geht's raus. So, und dann müsste ich ja hier eigentlich irgendwo noch so ein Tor unterbringen. Ne? So ein, ja, hier wird es Fans heißen, aber ich meine natürlich so ein Burgtor. So, oder hier draus. Gucken, wie das aussieht. Ne, sieht scheiße aus. Tut mir leid, er sieht scheiße aus. Aber ich kann auch hier, glaube ich, keine Fences dran platzieren, ne? Fence, was haben wir denn hier so? Ich will mal eben kurz in meine Leiste klicken. So, ne, dann braucht ihr euch auch nicht aufregen, dass das wieder so scheiße aussieht. Fence. So, schauen wir doch mal, was es hier so Schönes gibt. Weiß gar nicht, was habe ich denn hier oben benutzt? Habe ich da ein Tor reingebastelt gehabt irgendwo? Ich glaube fast nicht. Ne, da geht man ja so hoch. Ich habe noch gar kein Burgtor. Okay. Ja, dann muss ich das wohl jetzt mal eben schnell machen hier. So, das ballern wir mal wieder hier hin. Und ich brauche Bars. Give me that Bars. So, verbindet der sich damit? Obwohl, muss es ja gar nicht unbedingt. Aber tut es und das ist schön. So, das ist halt Burgtor quasi. Ist immer nur so ein bisschen oben, dass man durch kann. Das sind schnell fallen lassen können, ne? So, das könnte man dann machen mit diesem Lever, ne, so, also jetzt, vorstellungsmäßig, ne, also mein Gehirn echt geht's natürlich leider nicht, ne. So, jetzt brauche ich erstmal die anderen dunklen schwarzen Treppen, die hier, ach, die habe ich da hinten ja auch ausgetauscht. Da sind sie doch, hier habe ich doch noch welche, komm mal her, komm mal bei mich bei. So, die brauchte ich und das hier nehme ich mal mit. Den Lever brauche ich erstmal nicht, oh, das sieht schon schön aus, da muss ich auch bald mal weiterbauen. Mal eben kurz Tag machen hier. Aber ich mache die alle so hoch. Das sieht scheiße aus, wenn nur hier die beiden so hoch sind, ne? Okay. So, für den Schmuck haben wir ja sonst auch hier überall in der Stadt. So ein bisschen auch schön immer das Gleiche aufgreifen, ne? Es macht sich immer gut. Das machen wir noch da drauf. Das ballern wir hier hin. Hier oben kommen nur so kurze hin. Genauso wie hier. Und das muss ich aber dann natürlich auch machen, ne? So, und die können ruhig schon noch einen drüber stehen hier außen, ne? Soll man ja auch sehen. Okay, das machen wir so zu. Hier machen wir mal auch eine Balustrade rein. Ah, und
Und jetzt habe ich die Treppen weggemacht. Ich dummer Vollidiot, ey. Aber die heißen Skystone Stairs. Jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Und dann kann ich die auch direkt platzieren. So. Und ich werde jetzt erstmal hier den ersten Aufgang zum Wehrgang oben machen. Ne? Muss man ja so. Der ist natürlich schmal. Wieder zur Wehrgang Aufgänge so haben. Nicht? So. Der führt hier komplett hoch. Und dann ist hier hinter... Ich mach das mal auf diese Höhe. Eigentlich zwei breit der Wehrgang. Ne? So. Ma. Hier mauern wir natürlich alles zu. Da ist eine Wand vor hier unten. So. Ist ja eher funktionell als designbedingt hier, ne? So, machen wir mal so hoch. Kann ich jetzt... Wie sieht das denn aus, wenn ich das hier so mache? Sieht das doof aus? Ich muss mir das mal angucken, wie das nachher aussieht. Und ich muss eigentlich auch noch einen Anschluss an die Straße schaffen, ne? Den hier hätte ich auch gerne weg. Das macht irgendwie so ein bisschen die schöne Symmetrie von dem Gebäude kaputt. So, ziehen wir mal hoch. So, zack, zack. Hier gleichen wir es auch mal so ein Stück an. So, so gefällt mir das auf jeden Fall schon mal besser, ne? Machen wir hier oben wirklich die hin, weil dann wird das auch ein bisschen too much mit dem Weiß, glaube ich. Und deshalb werde ich mir hier einen Dark Oak, an den Nether Brick Fence, ja, einen Dark Oak Fence hinmachen, als quasi Umrandung, ne? Wo haben wir es denn? Ah, guck mal, Dark Iron Bars, die sind natürlich auch schön, ne? Dark Oak Fence, wo ist er denn da? So, gucken, wie der aussieht. Das machen wir mal hier hin, ne, damit die Trottel nicht immer im Schlaf hier runterfallen. Und ich merke schon, ich glaube, ich muss den Wehrgang schon drei dick machen, sonst sieht das mega kacke aus, einfach, glaube ich. So, die brauche ich erstmal nicht mehr drei Stück. So, der muss noch dazu. Da muss man halt jetzt später dann so im... Ne, muss man so ein bisschen abschätzen, wie könnte es wann aussehen, wo baut man das dann drei dick wirklich. Weil hier zum Beispiel sieht es ja schon sehr dick aus. Hier würde ich es zum Beispiel eigentlich nur so bauen, aber hier muss ich es schon so bauen, denn sonst komme ich mit dem Zaun hier nicht mehr vernünftig rum, genauso wie hier. Ich muss es ja schon so weit innen haben eigentlich, ne. Oder ich guck mal, ob ich das vielleicht wirklich die Mauer geradeaus durchziehe bis hier hin und die doch ein bisschen... rechtwinkliger mache. Aber gut, Leute, ich stelle jetzt erstmal den Regen aus hier, Ruhe, Licht an und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss!